Geschicht nüt an se Geschicht, nummer einen dartig. Ditmal war davon, wann neue und wo die sogenannte Landquart von den mennonitischen Kolonien in Darpa und der Cuauhtémoc am Jäend und Chihuahua, Mexiko und Stoppen und Stonen ist. Man wünscht dort, dass ich die Geschichte von dem Entstehen von der sogenannten Landquart von der Cuauhtémoc am Jäend mennonitischen Siedlungen in Darpa vertalen soll. Und ich will dort versuchen zu tun. In Mexiko wohnen die Mennoniten von der all ab über 30 verschiedene Siedlungen in 8 Estados. In Chihuahua, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Campeche, Quintana Roo, Veracruz und San Luis Potosí. Aber in der Cuauhtémoc am Jäend, wo kanadische Mennoniten 1922 im Märzmonat anfangen zu kolonisieren, da wohnen in etwa 150 Darpa ab Saas-Kolonien und von der noch mehr Mennoniten aus irgendwas wo in Mexiko. Und ich will hier nun versuchen zu schildern, wo die Cuauhtémoc am Jäend Mennoniten ihre Landquart an Feierstoppen entstanden ist. Ich habe dir einmal Worte von gesagt, wo dort erste Port von der Landquart von den Manitoba und Swift-Current-Kolonien in Darpa bis San Antonio de los Arenales all 1921 anfangen zu entstehen. Im Herbst 1921 aus kanadischen Mennoniten ein sehr großer Port vom Flachland oder flachliegenden Wiesland in dem großen Bustillos-Tal bis San Antonio de los Arenales in Chihuahua kauften, dann wird dort damalige San Antonio noch nicht mehr als eine Suchstation. In des Ort, San Antonio de los Arenales, wir 21 noch kein Stadje oder Darpje. Des Ort wir bloß eine Suchstation mit ihrem Waterbarm und Waterzister, von wo ihr die Suchfahrer ihre große Watertank für die Zuglokomotive abfallen können. An oder lang der Isarbahn, wie diese Suchstation stunden damals 13 Bäume, und dann stunden nur dicht bei dieser Station noch die Zuluaga-Familie ihr großer Specker und adelige kleine Leimkoten, wo bernen adelige Suchstation Arbeiterfamilies und adelige von der Zuluaga-Familie ihre Arbeiterfamilies wohnten. Dort wie alles, was 1921 zu dem Ort oder der Station San Antonio de los Arenales gehört. In der März 1922 aus der ersten Ölkolonie in Sommerfelder Mennoniten von Manitoba und Saskatchewan, wie Station San Antonio de los Arenales in Chihuahua ankommen, dann wir an diesem Ort noch immer kein einziges Stürche, kein einziges Handelsgeschäft und auch keine Postoffice. Aber diese Station wir 1921 selbstverständlich erwiesen, all ab den Mennoniten ihrem Landtitel oder Landquart angemäht worden, wills die Mennoniten von Kanada ihr Land an dieser Station Raum lag und wills sie bei dieser Station ankommen wurden. Die unterste zwei Bilder ab der 47. Sied im geschichtlichen Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko schildern Genève, wo dort San Antonio de los Arenales damals utsach. Ein Neuwort von der ersten Staub von unserer sogenannten Landquart, von wo unser mennonitische Landquart von den Manitoba und Swift Current Kolonien via Station San Antonio de los Arenales in Chihuahua anfängt zu entstehen. Wort wir ab unser erste mennonitische sogenannte Landquart in Chihuahua, Mexiko, und wer hat die gemerkt oder getekent? Wozu wir die damals gemerkt worden und für wem und so weiter? Die Ölkolonie Mennoniten, ihre Delegaten von Kanada, hatten 1921 mal ein kleines Port von der Zuluaga-Familie ihrem Land in Chihuahua gekauft. Die ganze Zuluaga-Familie wohnt damals an der Hacienda Bustillos. Und um diese Hacienda herum eigent diese Familie damals über 700.000 Hektar Land. Die mennonitischen Delegaten von Manitoba hatten sich dort Port von dieser Familie ihrem Land aus Siedlungsland gekauft, wohnt an dem großen Bustillos-Tal in Chihuahua Licht.
und sie haben sich erlaubt, so ausgesucht, dass ihre neue 150.000 Acker große Siedlung an dem großen Tal zwischen der westlichen Bäuerschicht vom Tal und der großen Bustillos Laguna, der Lake, dicht an der östlichen Bäuerschicht zu liegen kommen soll, und zwar so, dass er am Süden von dicht bei der damaligen Minenstadt Kusiviriacik, was am Norden dicht an der Stadt Jerubio regen wurde. In den Delegaten von Swift Current, Saskatchewan, haben sich ein Fleck von 50.000 Acker Siedlungsland so ausgesucht, dass ihre Siedlung auch, was dicht an der westliche Bäuerschicht um Bustillos Tal zu liegen kommen soll, von dicht bei Rubio am Süden und was dicht bei La Quemada am Norden. Also die mennonitische Delegaten von Kanada haben, aus sie ihre große Fläche Land in Chihuahua und dem enormen Bustillos Tal kauften, den Umfang oder den Perimeter von ihrem Siedlungsland bestimmt und haben dann die ganze 200.000 Acker Land für ihre beiden Kolonien dorthin haben gekauft, dort die Zuluagas, die Landverkäufer, dort gekaufte Land für einen so anmieten mussten, dort ab ihrem ganzen Land 2 Kilometer ein vom Süden um Norden und vom Westen um Osten Linien wären und dort ab jeder Arc von einem 2 Kilometer bei 2 Kilometer Fleck ein permanenter Pol angesagt worden soll und dort auch die Umfangsgrenze, der Perimeter von ihrem Land mit permanenten Pols getekent worden soll. Also, diese Landanmietung muss von den Landverkäufer gemerkt worden und wird selbstverständlich erwies von mexikanischen Ingenieros gemerkt. Wills diese Landkort zu den Mennoniten ihrem offiziellen Landtitel gehören muss. In das Landtitel mit der getekenden Landkort wurde den Mennoniten im September 1921 angehändigt, als sie ihren Landhandel mit der Zuluaga-Familie vordergemerkt haben. Aber mennonitische Landmeter von Kanada wären auch mit dabei gewesen, als ihr Land in Chihuahua von mexikanischen Ingenieurs so angemeten wurde. Diese von mexikanischen Ingenieros für kanadische Mennoniten getekende Landkort wäre also der Anfang von dem Entstehen von der sogenannten Landkort von mennonitischen Siedlungen in Bustillos Tal bis San Antonio de los Arenales in Chihuahua, Mexiko. Mennonitische Delegaten und Landmeter von Kanada erhielten, aus der Landmetung für ihrem Landtitel fordig wäre, selbstverständlich erwies auch Kopien von ihrem 2 Kilometer bei 2 Kilometer angemähten Siedlungsplan in Chihuahua. Ein 2 Kilometer bei 2 Kilometer großes Fleck Land sind 400 Hektar, also meist 1000 Acker. Die mennonitischen Delegaten in ihre Landmeter brachten 1921 Kopien von dieser von mexikanischen Ingenieros getekende Karten mit nach Kanada. Und hier in Manitoba molden oder tekenden Landmeter in Vorsteher ein Feier, was saß 1000 Acker große Fläche Land für Dartsflons ab ihre Landkort von ihrem in Chihuahua gekauften Siedlungsland so auf, dass jeder Fleck ungefähr groß genug sein soll für ein Darb. Und dann geben sie jeder ein von diesen Flecken oder Darbsplons auf ihre Kort eine Nummer. Ob die Manitoba-Kolonie-Landkort von der manitobischen Old-Kolonie, ihrem in Chihuahua gekauften Siedlungsland in Mexiko, wären die Darbsplon-Nummers ab für erstmal von Nummer 1 bis Nummer 25 hineingetekend. Nicht alle von Manitoba-Mennoniten gekaufte Siedlungsland wäre ab für erst nummeriert worden, weil sie viel mehr Land gekauft haben, als sie da in den ersten Jahren brücken wurden. Die Swift-Currenter haben ihr ganzes Fleck Siedlungsland in Chihuahua in 18 Darbsplons aufgemalt oder getekent, und ihre Darbsplon-Nummers wären erstlich von Nummer 101 bis Nummer 118. Die 12-Quarenter haben ihre Darbsplons so auf ihre Kort in Ende getekent, dass alle Darpe vom Süden um Norden
angelegt worden sollen, und zwar 4 Kilometer utenein in Leckereien. Ein paar Dörfer wurden aber doch nicht gerade an eine 2 Kilometer Linie angelegt. Aus den Dörfplans auf die Landkarten von ihrem gekauften Siedlungsland am großen Bustierstall in Chihuahua aufgemalt oder aufgetekend und nummeriert worden wären, dann hielten die Ölkolonie Mennoniten auf der Wasserreserve in Manitoba und auch auf der Swift Current Reserve in Saskatchewan eine sogenannte Zusammenkunft, wozu alle Schuldenämter topgekracht worden wären. Und auf dieser Zusammenkunft ward berät oder bestimmt, dass man die sogenannte Lesser bestimmen wird, wohnen Dorfsplan den Obersch von einem gegebenen Dorf in Kanada und Chihuahua haben und besiedeln dürfen, wann sie dort wurden angekommen sind. Und wo soll das Laststreichen gedonnen worden? Man hat die Dorfsplan nämlich, wenn er auf der Landkarte von ihrem gekauften Siedlungsland in Chihuahua angetekent wären, alle auf gleichengroße Papierkes und abgeschrieben, und dann kreit er rein topgelegt. Und diese nummerierte Papierkes waren dann an einem Hut angelegt, in der ich ein Ander gescherrt. Und dann muss jeder Darbsschuld oder Darbsvorsteher ein so ein Papierke aus dem Hut rütnehmen. Und die Nummer, wo er auf dem rütgenommenen Papierke stand, die würde dann bestimmen, dass er Darb in Chihuahua dort vielleicht lohnt oder den Darbsplan nehmen muss, wo er diese Nummer gegeben worden wäre, auf der Landkarte. Aus dit alle auf der Zusammenkunft gedonnen worden wäre, dann wüssten die Schuldenämter von alle Darb erkrankt, Wohnport vom gekauften Siedlungsland in Chihuahua eher Darb oder Darbsplan worden soll, so dort, wann sie in Chihuahua ankommen würden, kreit weiten würden, wo sie ihr Darb anleihen und jeder einem sein Land tometen dürfen. Aus dit alle gedonnen worden wäre, dann wird in jeder Darb ein Schuldenbad anberühmt, wo die Schuldenämter alle Bürger im Darb erklärten, wo ein Darbsplan ihr Darb teufallen wäre, der ich das lasse. Und nun wird jeder Familie vorder, weil ihr sie anfangen von Kanada nach Mexiko überzusiedeln, kriegt Wohnport von dem nie gekauften Siedlungsland in Chihuahua Erdarbsplan worden soll. Und dann bestimmten die Bürger im Darb ab ihrem Schuldenbad meistens auch all in Kanada, kriegt wo und wo sie ihr Darb in Chihuahua anleihen wollen, ab ihrem, der ich erlasst, teuerfallenen Darbsplan. Und ab der Manitoba Reserve bestimmt man meistens auch all, eher sie anfangen nach Chihuahua auszuwandern, ob er Darb dort vom Süden um Norden oder vom Westen um Osten angelegt worden soll. Und manchmal auch, ob er Darb dort kreit, ob eine 2 Kilometer Linie zu legen kommen soll oder zwischen 2 Linien kommen soll. Und auch mehr oder weniger, wo ihre Wohnstätten dort ausgemieten worden sollen und so weiter. So dort, wann die ersten Bürger von einem Darb dort wurden angekommen seien, weiten sollen, wo und wo sie die Büsteden ütmeten und anleihen sollen und so weiter. Die Zwölfkorinther haben in Kanada all bestimmt, dass sie ihre Dörfer in Mexiko alle vom Süden um Norden kreigt auf eine 2 Kilometer Linie anleihen wollen, aber in Manitoba bestimmten einige Dörfer, dass sie ihre Dörfer in Chihuahua vom Westen um Osten anleihen würden. Und einige bestimmten noch, dass ihre Dörfer zwischen die 2 Kilometer Linien angelegt worden sollen und so weiter. Als dann aber im März 1922 die erste Ölkolonie Familie von Manitoba bis San Antonio, Chihuahua, angekommen wären und von dort ab ihrem Darbsplan hinabfuhren und dort das Land von ihrem Darbsplan Geneva besagen oder untersuchten, dann fangen die Vorders von einigen Familien dort Ursachen, wo wir in ihr Darb nicht kriegt dort und auch nicht kriegt so angelegt worden können oder soll, aus die Vorders in ihrem Darb dort in Kanada gewünscht haben. Da werden liegen einige Dörfer auf Bettkolonien in Chihuahua in Klimbett besied, eine 2 Kilometer Linie. Ich weiß, dort wenigstens ein Dorf, dort Dorf schon Wesen, Nummer 20, wohnt die erstgekommene Einwandererfamilie, kriegt ab eine 2 Kilometer Linie an, anzuleihen, angefangen haben, so als die Vorderstadt
in ihrem Dorf in Kanada gewünscht und bestimmt haben. Dort wird aus am nächsten Jahr oder vielleicht auch am Herbst 1922 nach meiner Familie von Schönwes in Manitoba ausgewandert und in ihrem Dorf Schönwes und Chihuahua angekommen wären, dann doch noch ab 18. Jahrhundert schon Besiedlinie verlegt wird. Aus der Johann Rehmer Familie auch in dem Dorf Schönwes in Chihuahua angekommen wäre, und um die Rehmer dann sagt, dort kriegt Eva, was seine Büsteht sein soll, eine sogenannte Licht, Eva Jink, dann verlangt er, so hat uns vorher mir dort mal vertraut, dort dort Dorf Schönwes so viel wieder Osten angelegt worden soll, dort seine Büsteht nicht in eine sogenannte Licht seinen braucht. Das ist eine Scheidung zu merken, dort nie angefangene Dorf Schönwes Nummer 20, auch wenn all ein paar Bürger auf ihre Büsteten wohnten, noch ein Bett wieder Osten zu verschieben, dort jäf, so als ich unser Vorders davon vertalen gehört habe, nach allerhand auf. Aber am Eng war dort doch gedonnen. Dort Dorf Schönwes ward nie angemeten, und so angelegt, dass Jan Remers ihre Büsteten nicht in der Licht seinen brockt. Die paar Nobers wohnen wenigstens all Wort gebüht haben, ab ihre Büsteten, die mussten sich dort schicken, dass sie ihre Büsteten verleihen und noch einmal ihren Anfang merken mussten. Aus dann 1927 alle Oldkolonier Familien, die von Manitoba und Swift Current, Saskatchewan, nach Chihuahua übersiedeln wollen, da haben übersiedelt wären, und ihre Dörper dort angelegt worden wären, dann wurden die Dörper auf die Landkarte und die Dörpsplans rechtmäßig hineingemalt oder hineingetekend, und damit wird dann der erste Staub von dem Entstehen von der ersten Landkarte oder Mappe von den mennonitischen Kolonien in ihre Dörper in dem großen Bustierstall wie San Antonio de los Arenales in Chihuahua, Mexiko, fertig geworden. Ab dieser Landkarte wären aber natürlicherweise mehr die Dörper hineingetekend worden, wo von den oldkolonischen Einwanderern von Kanada in den 1920er Jahren gegrennt und besiedelt worden wären. Die Dörper, wo Lothar angelegt worden, die wären in dieser ersten Landkarte noch nicht hineingetekend worden. Die Sommerfelder ihrer Siedlungen, Halbstadt und Bergtal, und die Santa Clara Siedlung mit ihrer Dörper, wohnen dort auch all in den 1920er Jahren entstanden wären, und auch die von Kansas nach Chihuahua gekommene Kleingemeinde, ihre Dörper, Heilboden und Hoffnungsau, wohnen all seit 1924 auch da wären, die wären auch noch nicht einmal auf diese erste Landkarte hineingetekend worden. Hier brechen wir für das Mal weiter auf. Nächstes Mal wird von unserem Reitmärchen im Jahr 1949 zu meinen vollkommenen Landkartenmärchen von den mennonitischen Siedlungen in Dörper und der Quoctemoc am Jain in Chihuahua. But nächstes Mal, ich sehe George Rempel.